Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Juli 2023. Und diese Legung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Stier geboren sind. Meine Lieben, das ist meine erste Legung für diesen schönen Sommermonat. Und ich hoffe, dass wir heute was Gutes hier sehen werden, was natürlich euch behilflich sein soll. Wir schauen mal zusammen und die erste Karte natürlich, das ist euer Thema. Der Stern, das was behilflich sein wird oder im Weg steht, das Gericht. Euer Bewusstsein, der Wagen. Euer Unterbewusstsein, Ass der Kelche. Das was war, Sechs der Schwerter. Das was kommt, König der Schwerter. Eure Energie, Zehn der Stäbe, äußere Energie, Königin der Kelche. Hoffnungen oder Ängste, Page der Schwerter und die letzte Karte für die Zukunft, für die nächsten paar Wochen, König der Kelche. Wir haben viele Kelche. Vielleicht wird hier, was Emotionen angeht, wird vielleicht was ich tun für euch in diesem Monat. Schauen wir, die Karten liegen ja irgendwie schief. So, jetzt ist vielleicht besser. Und der Stern, euer Thema, das ist eine wunderschöne Karte, eine von den schönsten Karten im Tarot, weil diese Karte zeigt uns, dass unsere Wünsche in Erfüllung kommen werden. Natürlich, man muss nicht gleich hier ausflippen und sagen, wow, ich gewinne im Lotto. Ja? Hier geht es um die kleinen Wünsche und die Herzenswünsche. Da wird ja wahrscheinlich in diesem Monat ein bisschen näher sein wie sonst. Vielleicht werden sich irgendwelche gute Situationen für euch gestalten, wo man sich wohlfühlen wird und man ja, wird einfach diese Geborgenheit fühlen von außen, von den Menschen, die wir um uns haben. Und vor allem, man wird sich gut fühlen, ja, gut aufgehoben fühlen. Ja. Manchmal warten wir sehr lange auf solche Momente. Manche von euch haben das Glück oder manche von uns haben das Glück und die Momente sind immer wieder da, so dass man sie nicht mehr schätzt und man wartet dann auf was Großes, noch größer, ja, weil man ist gewöhnt an das Gute, man ist verwöhnt, würde ich sagen. Und dann wartet man auf was Besonderes. Aber wir müssen auch lernen, diese kleinen Momente zu genießen. Auch für die Leute, die schwer haben und nicht so viele von diesen schönen Momenten im Leben haben. Es ist auch angesagt, schau rumherum, nimm wahr, das, was bei dir passiert im Leben. Diese Wahrnehmung ist sehr wichtig. Und schätzt diese Kleinigkeiten, das schöne Wetter, diese guten Begegnungen, freundliche Menschen auf die Straße und so weiter und so weiter. Das Glück muss nicht was Großes sein. Ja? Wir erwarten oft was Großes, aber im Endeffekt, wir müssen dieses Glück uns basteln aus diesen kleinen Momenten, die in unserem Leben oft positiv sind. Ja, und wir merken das oft gar nicht. Das Gericht hier, das ist eine Karte, die hier behilflich sein wird. Also die Karte sagt auch, ja, schau auf dich, schau auf das, was in deinem Leben passiert, auf deine Fehler, auf deine Siege, was du daraus machen kannst. Ja, dass du am besten wie möglich dein Leben gestalten hast mit diesen Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Dann schauen wir, was hier zu ergänzen. Die siebende Münzen haben wir. Wir haben neunte Schwerter und wir haben den Herrscher. Ja, natürlich, der siebende Münzen, das ist eine sehr gute Karte, weil die zeigt eine Investition. Man wird sehr gerne, ja, vielleicht auch was Neues sich einlassen, was das Herz angeht.
Oder man möchte allgemein im Leben was Neues erleben und man hat das Gefühl, ich möchte nur investieren. Vielleicht wird auch in diesem Monat für euch auch die Gelegenheit für diese neue Investition, um auch mehr Stärke zu bekommen. Ja, man möchte hier was Neues, man sieht, man möchte mehr an die Erfüllung von euren Wünschen kommen. Aber wir haben auch die 9 der Schwerter. Diese Karte zeigt, dass man trägt trotz allem, trotz dieser positiven Einstellung, trägt man noch irgendwelche negative Gefühle mit sich, die natürlich verbunden sein können mit Vergangenheit, mit dem, was man erlebt hat. Ja, die 9 der Schwerter, das ist so eine typische Karte von schlechter Stimmung, vielleicht auch manchmal auch depressiver Stimmung oder einfach man glaubt an sich nicht mehr, weil man hat was erlebt und jetzt, ja, alle werden genauso handeln, so wie derjenige oder diejenige damals uns gegenüber gehandelt hat, negativ meine ich. Ja, das sind so Kränkungen, die man erlebt hat. Und man trägt das mit sich. Und dann natürlich, das hat einen riesigen Einfluss auf das, was jetzt in eurem Leben auch momentan läuft. Und es wird Zeit, diese Kränkungen ein bisschen zu verarbeiten. Und wir haben hier Page der Schwerter. Eure Hoffnungen, dass man hier auch aus sich mehr rauskommt, dass man auch manche Sachen verstehen wird. Was ist sehr wichtig, verstehen, warum zu Situationen im Leben kommt, zu verschiedenen Situationen, die euch wichtig sind, ja, weil oft manchmal, weil manchmal ist das so, dass wir geben den Schuld den anderen, ohne sich die Gedanken zu machen, warum dieser Mensch hat so gehandelt, warum dieser Mensch war unfair euch gegenüber. Und wenn man das versteht, den anderen Mensch, ja, und seine Schwächen oder ihre Schwächen, dann wird euch hier leichter in eurem Leben zu handeln und manche Sachen nicht so eng sehen und diese Kränkungen nicht zulassen. Ja, also als einfaches Beispiel, jemand beleidigt uns, dann sind wir gekränkt, aber dann müssen wir gleich automatisch uns die Gedanken machen, warum dieser Mensch hat sich so verhalten, aus welchem Grund, hat er recht oder nicht? Ja, und dann soll man sich ein bisschen selbst unter die Lupe nehmen und das ist der Herrscher, die zeigt unsere Stärke, unser Selbstbewusstsein, unsere Sicherheit, die wir in uns tragen. Wenn wir das haben, dann diese äußeren Einflüsse von außen, die negativ sind, ja, die Kränkungen, die uns solche Stimmung bringen, die werden uns nicht mehr für uns Gefahr sein. Ja, und das ist sehr wichtig, dass wir hier das verstehen, warum kommt überhaupt zu solche Probleme, zwischenmenschliche Probleme. Also wie gesagt, man muss oft auch den anderen Mensch ein bisschen verstehen, warum dieser Mensch hat sich so verhalten, weil am meisten, das ist mit uns nichts zu tun, hat mit uns nichts zu tun, nur mit dem Charakter von dem anderen Mensch oder mit die eigenen Krankungen von dem anderen, ja. Und ja, das ist so eine schwierige Sache, aber wie gesagt, man muss ein bisschen hier den Grund zu wissen und dann werden wir geschützt von solchen Gefühlen. Das 6. Schwerter, wir sehen, ihr habt in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen, die euch sehr wichtig war. Man hat sich in einer Situation nicht mehr wohlgefühlt und man hat diese Situation verändert. Man hat auch hier eine Entscheidung getroffen aus eigener, wie soll ich sagen, Weisheit, ja. Man hat sich entschieden, stark entschieden, würde ich so sagen, ja, durch das Kommunikation mit dem anderen Menschen, durch die Kommunikation mit den anderen Menschen hat man festgestellt, nein, das ist nichts für mich. Ich werde mich dabei
schlecht fühlen, ich gehe lieber ein anderes weg, der für mich vielleicht besser wird. Also da war eine Entscheidung schon, die euch dazu geführt hat, ja, wo man hier sieht, der Stern, man hofft auf die Wunscherfüllung, aber man steht sich noch im Weg, weil wahrscheinlich hier diese Kränkungen oder diese Missverständnisse mit den anderen waren. Was sehr wichtig ist in diesem Monat für euch, mehr Selbstbewusstsein, mehr Sicherheit, sich selbst zu geben. Ja, der Herrscher zeigt das, dass man dann besser vorwärts kommt im Leben und nicht in dieser Energie bleiben. Der Wagen, eure Bewusstsein zeigt auf jeden Fall Dynamik. Ihr wünscht sich mehr Dynamik in die Richtung Wunscherfüllung, aber wir sehen auch, ihr seid ein bisschen überfordert. Naja, da haben wir die Karte. Überfordert, neunte Schwerter und zehnte Stäbe. Und man muss unbedingt aus dieser Energie raus. Da habe ich euch jetzt auch erklärt, mindestens ein kleiner Tipp von den Karten für euch, was man machen kann, wenn man in solcher Energie sitzt. Ja? Also die Gründe suchen und die anderen Menschen versuchen zu verstehen, warum haben die so gehandelt und nicht anders. Dann ist wirklich uns leichter, wird leichter. In Herzen haben wir As der Kelche, eine sehr schöne Karte, euer Unterbewusstsein. Sehr viele positive Gefühle. Man möchte neu starten, man möchte eventuell auch die Schmetterlinge im Bauch spüren und man hofft auf die Magie im Leben, man hofft, dass das Leben euch mit euch gut meinen wird, dass plötzliche Situationen kommen, die positiv für euch werden. Man hofft auf die Liebe, auf jeden Fall. Page der Gefühle, Page der Kelche und As der Kelche. Und wir haben aber wieder eine Blockade. Man glaubt an sich gar nicht. Also, meine Lieben, in diesem Monat wird angesagt, mehr an sich glauben, der Herrscher. Ja, mehr Sicherheit für sich geben, mehr an eigener Stärke zu arbeiten, weil die Wünsche sind groß, aber Glaube an sich selbst ist nicht genug vorhanden. Und da ist in diesem Monat eine große Aufgabe für euch, mehr an sich arbeiten, mehr an eigenes Glück und lernen, sich zu schätzen. Hier, Page der Schwerter, man wird auch eventuell schauen, dass man irgendwelche Menschen trifft, die schlauer sind, die klüger sind, die euch etwas erklären können, ja. Oder ihr wird suchen nach irgendwelche Bücher, die euch erklären, wie man die, ja, die gesunde Beziehungen mit anderen Menschen aufbauen kann, zum Beispiel, wie man die Kränkungen hinter sich lässt und so weiter. Also der Page der Schwerter, das ist jemand, der riskiert, möchte aus etwas rauskommen, möchte mehr wissen, mehr verstehen. Ja, das ist ein Mensch, der bleibt nicht stehen. Ja, und für euch ist es wirklich in diesem Monat angesagt, hier aus irgendwelcher Situation oder Gefühle, die sich angesammelt haben, rauszukommen. Königin der Kelche, das sind eure äußere Einflüsse und wir sehen, draußen ist jemand, der wünscht sich Ausgleich mit euch, Ausgleich nach einer eventuell Streit, würde ich das nicht sagen, Kühle, Kälte, ja, weil hier haben wir fünfte Kelcher. Also da war wahrscheinlich kein Kontakt mehr oder der Kontakt hat sich nicht so gut gestaltet und der Mensch möchte endlich mehr Glück mit euch genießen. Auf jeden Fall, dieser Mensch wünscht sich wieder, dass der Kontakt aufgebaut wird und positiv aufgebaut wird. Da ist jemand, der euch wahrscheinlich auch wichtig ist und ihr seid dem Mensch auch wichtig. Und hier wird angesagt, dass ja, man soll versuchen, etwas wieder in Balance zu bringen. Was natürlich euch auch wichtig wäre, aus dieser
Energie rauszukommen. Umso mehr umso mehr wir alle, so würde ich sagen, umso mehr wir alle diese Balance in jede Hinsicht im Leben haben, so leichter ist es für uns, ja. Und hier muss auch etwas geklärt werden, weil der Mensch wünscht sich wirklich sehr viele positive Momente mit euch. Okay, dann haben wir die letzte Karte, den König der Schwerter und König der Kelcher, für die Zukunft. Sehr gute Karten, wunderschöne Karten, starke Karten vor allem, weil hier haben wir zweimal König. Also ich sehe hier sehr viel Energie von eurer Seite, um mehr mit den anderen kommunizieren. Ich kann mir vorstellen, von euch wird es auch sehr viel Engagement hier geben in der Richtung etwas in Balance zu bringen, weil wir haben auch diese König der Kelche, ja, und der König der Schwerter, das ist auch Macher, ja, jemand, der einfach mit dem Kopf denkt und macht und tut. Also ich denke, was die Gefühle angeht, wird hier mehr von eurer Seite Balance kommen, auch von dieser anderen Seite. Also dieser Mensch möchte auch. Achtem Schwerter haben wir. Der König hat sich noch ein König gezeigt, König der Stäbe. Ja, hier sehen wir sehr viel Lust und Engagement, um etwas hier in Einklang zu bringen, aus den Blockaden rauszukommen, die euch begrenzen, sich zu entwickeln und mehr Dynamik in euer Leben zu bringen und einfach diese Wunscherfüllung zu bekommen, ja. Im Endeffekt sehe ich die vier der Schwerter, also hier diese Karte zeigt, ihr werdet das erreichen. Ihr werdet das erreichen, aber das wird euch kosten sehr viel Energie und man wird dann im Endeffekt sich ein bisschen ausruhen wollen, einen Abstand von dieser Sache einfach zu gewinnen, um sich wieder zu regenerieren, werde ich das so hier sehen, weil man weiß, irgendwann kommt wieder die neue Herausforderung. Also auf jeden Fall, ihr werdet eine Sache hier zu Ende bringen, mit sehr viel Kraft. Trotz dieser Negative da, ja, wird ihr rausgehen, um sich kämpfen. Und ihr werdet aus diesen Blockaden rauskommen. Das sind starke Blockaden, die sich hier aufgebaut haben. Und man muss wirklich hier sich mehr Freiheit gönnen. Und ihr werdet wirklich alles in diesem Monat tun, um etwas zu beseitigen, sauber machen, in Balance zu bringen, ja, was euch hier auf dem Weg steht, in diese Wunscherfüllung, ja, Wunscherfüllung und diese mehr glückliche Momente im Leben zu genießen, vielleicht auch mit diesem Mensch hier, ja. Also hier Gefühle sind groß angesagt und man muss irgendwelche Probleme hier erledigen, die euch hier gekränkt hat, die euch einfach die Freiheit geraubt hat. Man hat sich nicht getraut, vielleicht. Also hier wird angesagt, dieser Monat mehr um sich kämpfen, um eigenes Leben, um vor allem um eigene Sicherheit und Wohlfühl. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ihr werdet das natürlich auch erreichen. Wie gesagt, zum Schluss gibt es ein bisschen Pause. Vielleicht wird ihr in Urlaub fahren. Meine Lieben, ich wünsche euch einen guten Monat. Ich hoffe, euch gelingt alles, was ihr davor habt. Passt auf euch gut auf. Ich wünsche euch einen schönen, tollen Sommermonat und hoffe, bis bald. Also, alles Gute.